Kurz vorweg, bisschen Kontext. Simon stand, wir erinnern uns, für technische Ausrüstung aller aller höchster Qualität. Das Beste, was man jemals kaufen konnte, Simon technische Produkte. Decathlon wusste das und hat sich das natürlich zu eigen gemacht. Aber, und das vergessen viele Leute auch immer, Decathlon hatte damit natürlich auch eine riesengroße Verantwortung. Denn wäre Simon letztlich damit baden gegangen, die Qualität wäre quasi immer weiter abgesunken oder sowas, dann hätte nicht nur Simon letztlich das Image verloren, sondern Decathlon auch sehr viel Geld und nochmal Image. Das heißt, es stand viel auf dem Spiel, als Decathlon letztlich Simon gekauft hat. Warum erzähle ich euch das alles? Decathlon sagt irgendwann, okay, wir steigen in die Textilsparte mit Simon ein. Wir müssen aber, es geht ja gar nichts anders, wir müssen aber diesen qualitativen Vorsprung, den Simon bei den technischen Produkten hatte, den, muss, den müssen Sie natürlich weiter halten. Denn würde die Textilsparte unter Qualitätsproblemen leiden, dann würde natürlich auch die, das technische Ansehen von Simon darunter leiden und jeder würde sagen: Ja, klar, Decathlon, Discounter. Jetzt gab es aber ein Problem. Wir alle kennen von Decathlon den letzten Scheiß. Und wir kennen von Decathlon aber auch sehr, sehr gute Produkte, die sehr preiswert sind. Expressschlingen, Karabiner, also technisches Equipment. Hm? Mir fällt gerade auf. Die Hose ist ja auch von Simon. Brauche ich gar nicht wechseln. Das Ding bei Simon war also im Endeffekt, sie konnten es sich unmöglich leisten, wirklich schlecht zu sein. Und Decathlon konnte es sich damit auch unmöglich leisten, schlecht zu sein. Die Sache ist aber, das Konzept von Decathlon. Wenn du als Discounter, keine Ahnung, wie auch immer, letztlich Sachen verkaufen willst und zwar in Masse, weil nur darüber verdienst du am Ende des Tages Geld, dann hast du ein Problem. Hohe Qualität und große Masse zu günstigem Preis anfertigen, das wird natürlich ein ziemlich heftiger Spagat und das Risiko war ziemlich groß. Ergo haben sie versucht, diesen Spagat so zu machen, dass sie nicht zu spezialisiert auftreten. Sie wollten immer noch für Bergsteiger da sein und sie wollten quasi immer noch die Marke für Bergsteiger, die preiswert einkaufen wollten, sein. War das ein deutscher Satz? Ich hoffe. Das wirklich große Problem war also, wie will man bitte große Masse zu günstigem Preis herstellen und dabei letztlich auch noch diese spezialisierten Wünsche der Bergsteiger erfüllen und qualitativ hochwertige Produkte produzieren. Das war schwierig. Was dabei rauskam, genau das will ich euch jetzt eigentlich erklären und vor allen Dingen mein kleines Problem damit. Das Problem bei Simon-Produkten ist nicht die Qualität. Das habe ich in 5 Millionen Videos, die ich euch hier wahrscheinlich jetzt gerade einblende, schon unzählige Male versucht zu erklären. Und viele Leute sagen trotzdem, nein, ich möchte keine Simon-Produkte, kein Decathlon, es ist billig und so weiter. Jeder kann machen, was er will. Das hier ist das Geld, das ihr ausgeben müsst, um Qualität zu bekommen. Und das hier ist die Qualität. Bei allen Herstellern kriegt ihr für kein Geld keine Qualität. Aber... Es ist relativ gleichbleibend. Irgendwann wird es ein bisschen teurer und ihr kriegt weniger Qualität für mehr Geld. Irgendwann ist es quasi, ist der Sprung nicht mehr so groß. So, und wenn ihr mir jetzt diese, diesen Wert hier einfach mal im Auge behalten und jetzt von der Decathlon-Qualität hier weiterrechnen, dann bleibt der Preis immer extrem niedrig. Immer, 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 immer. Das Problem ist nur, hier ist halt Ende. Und das hier, das hier ist genau das, was Simon fehlt. Simon ist die ganze Zeit gut. Die ganze Zeit für weniger Geld bei gleicher Qualität. Hier, 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 hier. Überall dieselbe Qualität für weniger Geld. Aber an diesem Punkt hier, an diesem Punkt hier, ist Simon einfach nicht mehr da? Qualitativ ist es einfach Fakt. Simon-Produkte sind hochwertig produziert, entsprechen tatsächlich auch den gleichen Standards wie hochpreisige Produkte von anderen Herstellern. Beispielsweise die Downen-Geschichten sind genauso mit dem Responsible Down Certificate. Ob das jetzt was wert ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber es ist letztlich der gleiche Standard, den alle erfüllen. Simon, Decathlon, ist nämlich auch der Meinung, dass Simon für Expeditionen ausreichend gut sein kann. Sieht man. Down -in Handschuhe. Die Daunenhandschuhe sind gut, aber sie sind halt wirklich nur Down-Handschuhe mit so ein bisschen Kunstleder innen fertig. Sie, können, sie haben keine Membran, sie haben, keine, sie haben nichts an Zusatzfeatures, was sie so hochwertig macht, wie beispielsweise die rab Handschuhe für Expeditionen, die Downenhandschuhe von Rab, die 250 Euro kosten. Die hier kosten 79, glaube ich, oder 59 Euro. Wenig, sehr viel weniger als die 200, 250 Euro Handschuhe von der Konkurrenz. Will man quasi Simon-Produkte haben und reicht die, die, nicht die Qualität, aber die Feature-Dichte und die Durchdachtheit und das, quasi das Setting, unter denen die einfach am besten funktionieren, dann sind Simon-Produkte preis-leistungstechnisch das Beste, was man kaufen kann. Es ist aber für euch auch wichtig zu wissen, dass Decathlon-Produkte, gerade eben von der Sparte Simon, unfassbar hoch, was Qualität und Features betrifft, bei den, bei den ganzen Top-Konkurrenten an die Tür klopfen. Sie sind aber niemals auf Platz 1. Es fehlen ihnen eben immer diese letzten 10%. Daunenhandschuhe, ja. Aber Membran? Nein. Daunenjacke ja, aber irgendwas mit Membran drüber, Hardshell, sonst irgendwas noch integriert? Nein. Solche Geschichten findet man bei Simon einfach durch die Bank. Zelt? Ja. Einwandiges Ultralight-Zelt für Expeditionen? Ja. Ist es gut? Nein. Ich hasse, dass du sich das sagen muss, ganz ehrlich. Aber es ist nun mal die Wahrheit, wenn ich die Möglichkeit habe, mir das Leben beispielsweise auf einer Expedition oder auch beim Tracking, es geht ja nicht immer nur um Expeditionen, aber in meinem Kopf geht es gerade immer nur um Expeditionen, beim Tracking beispielsweise, wenn es beim Tracking möglich die Möglichkeit gibt, das Leben so einfach wie nur möglich zu gestalten, dann halt doch lieber so einfach wie möglich. Gerade in Ausnahmesituationen, gerade wenn es darauf ankommt, ob etwas nervig ist oder nicht, dann bin ich der Meinung, dass Simon einfach immer gerade nicht das mitbringt, was ich gerne hätte. Sie sind natürlich Teil des Expeditionsbergsteigens. Sie haben das Makalu-Zelt, Sie haben Makalu-Schlafsäcke, also diese Makalu-Reihe von, von Simon, die ist natürlich dafür ausgelegt, auf Expeditionen mitzukommen. Aber anhand dessen, was ich gesehen habe und was ich auch selber besitze von Simon, ist gerade diese Makalu-Reihe ehrlich gesagt, na ja, nicht gut genug. Bei Hochtouren in den Westalpen ist Simon mein bester Freund geworden. Egal, ob das jetzt Camping betrifft oder Bekleidung oder technische Ausrüstung. Das Ding ist einfach nur, dass auf Expeditionen dürfen keine 10% fehlen. Gerade was Sicherheitsmargen betrifft sozusagen oder Details. Auch beim Tracking oder auf Hochtouren, wenn mir bei einem Handschuh irgendwo vielleicht eine Kleinigkeit ein Loch reißt oder sowas, ja, das ist schon unangenehm, aber ich kann meine Tour sogar noch weitergehen, auf dem Gipfel wieder zurück und dann kaufe ich mir halt ein neues Paar Handschuhe oder Flixi. Auf Expeditionen kann das halt ein verlorener Finger sein, wie ich das letzte Woche in einem Video schon mal besprochen habe. Diese 10% sind vollkommen verständlich. Es ist vollkommen klar, dass das nicht drin ist bei Simon und bei der Preisgestaltung von Decathlon, gerade bei so spezialisierten Produkten, die einfach... Keine hohen Absätze zu erwarten haben. Aber gleichzeitig solche Produkte dann anzubieten, so ein bisschen halbgar mit den 90% von den 100, die es bräuchte, damit es perfekt wäre, das finde ich halt schwierig. Vielleicht klingt das jetzt so, als hätte ich total gemeckert und habe total den Hass auf Decathlon und Simon. Das stimmt überhaupt nicht. Wie gesagt, und wie in 5 Millionen anderen, wie ich es auch schon gesagt, ich finde diese Marke großartig und ich trage alles von ihnen sehr, sehr gerne, weil ich mich nicht dumm dabei fühle. Weil ich einfach nicht unfassbar viel Geld für ein Produkt ausgegeben habe, das ich eben äh, einfach als zweckmäßigen Gegenstand brauche. Das ist ja nichts, was ich mir in die Vitrine stelle. Deshalb bin ich persönlich sehr, sehr glücklich mit Simon. Mich ärgert es einfach nur dass Simon es nicht schafft, diese letzten 10% draufzulegen. Meinetwegen dann auch viel teurer zu werden, als sie es üblicherweise sind, als wir es vielleicht als stolze Decathlon-Konsumenten gewohnt sind von Simon. Das wäre ein Riesenschritt. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Expedition auch zu fördern und zu sagen, komm, wir geben euch das Zeug, so wie das einfach alle anderen Hersteller auch machen, einfach nur um zu beweisen, dass... Simon auch noch mal sehr viel besser kann oder Decathlon meinetwegen. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch loswerden: Dieses Video diente nicht dazu, dass ich einfach mal meine Meinung zu irgendwas sage oder sonst irgendwas tue, sondern eigentlich sollte es für euch vor allen Dingen der Hinweis sein, Simon ein bisschen ehrlicher einzuordnen. Ich habe ja in vielen Videos schon tausendmal Simon gelobt und ich bleibe auch bei meinem Lob klar, aber gleichzeitig sollte es mal auch in der Zeit sein zu sagen, Simon ist immer noch nicht in manchen Dingen der Beste. Es wäre auch sehr überraschend, mit so wenig Budget und so auf Kante genähten Margen der Beste in etwas zu werden. Und gerade bei Nischenprodukten, wenn wir uns jetzt ins, ins Tracking, Klettern und Expeditionsbergsteigen gehen, wird es natürlich dünn. Denn die Kundschaft wird natürlich auch relativ schmal und damit das Risiko ziemlich groß. Und deshalb die halbherzigen Versuche mit der Makalu-Serie von Simon. Die sind schon interessant, aber sie sind nicht da, wo sie hin müssen, damit sie in diesem Spiel wirklich ehrlich mitspielen können. Und deswegen ist das Thema Simon und sehr spezialisiertes Bergsteigen, egal in welcher Form, für mich immer noch sehr schwierig. Und das steht als Symptom für ein kleines, zugegeben, kleines Problem in der gesamten Decathlon-Logik. In diesem Sinne schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet und ob ihr mich für voll bescheuert haltet, weil ich mir über solche Sachen Gedanken mache. Ich, ihr werdet damit nicht allein. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.